Wir haben eine XXL Fahrradgarage mit eingebautem Balkonkraftwerk gebaut. Heute bei Besser. Ja, die Sonne scheint und solche Balkonkraftwerke wie das hier, die boomen aktuell in Deutschland, richtig? Ganz genau. Davon gibt es nämlich in Deutschland inzwischen schon 400.000 Einheiten. Ich glaube über 70.000 allein schon Anfang dieses Jahres. Genau, 2024. Und das ist sozusagen unser Herzstück unserer Fahrradgarage, mit der man zum Beispiel dann auch E-Bikes laden kann oder das Ding einfach benutzt, um den Strompreis in eurem Haus einfach zu bringen. Alle wichtigen Grundlagen zum Thema Balkonkraftwerke findet ihr natürlich auch hier gleich im Video. Wir bauen also eine ganz besondere Fahrradgarage und das für gerade mal 400 Euro. Dabei kosten vergleichbare Modelle 800 bis mehrere 1000 Euro. Und jetzt müssen wir halt erstmal noch die Box dazu bauen. Genau. Hierfür brauchen wir einen Haufen Dachlatten sowie Schrauben, Scharniere und Winkel. So, Latten. Welche Latten haben wir denn da? Dachlatten bzw. Rahmenholz aus dem Baumarkt. Kostet das Stück gerade mal 1,50 Euro. Das kriegen wir später noch wetterfest. Wie zeigen wir euch? Und genau. Aus denen bauen wir jetzt erstmal das Gerüst. Genau. Den Rahmen für alles. Vorne 1,40 Meter, hinten 1,50 Meter, damit wir eine Schräge haben. Alle anderen Infos dazu bekommt ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon da unten seid, lasst uns ein Like und Kommentar da. Ja, und ein Abo. Und ein Abo. Aus unseren vorgeschnittenen Dachlatten bauen wir jetzt unser Gerüst, weil wir hier nicht ins Hirnholz reinbohren wollen. Ins Hirnholz? Hirnholz ist die senkrechte Wuchsrichtung hier vom Holz. Wenn ihr da eine Schraube reinbohrt, kann die sich eben leicht lösen, weil die dann nicht so gut fassen kann. Deshalb verbinden wir tatsächlich in dem Moment mal passend das Ganze mit Winkeln, weil dann könnt ihr schön von der Seite ins Holz reinbohren und es hält besser. Da das Wasser auch ablaufen muss, machen wir jetzt hier so eine kleine Schräge. Dann kann hier der Regentropfen da drauf tropfen, dann fließt er hier so runter. Als nächstes werden wir das Ding jetzt verblenden. Das bringt nicht nur die Optik, sondern vor allem auch Stabilität. Und das Ganze machen wir mit Dachlatten. Gleichen Holz. Ja, Latte gut, alles gut. Jetzt müssen wir erstmal jede Menge Dachlatten abmessen und zuschneiden. Denn wie ihr seht, braucht man jede Menge Holz vor der Fahrradhütte. Aber das geht schneller, als man denkt. Für die Wände hochzuziehen haben wir gerade mal 30 Minuten gebraucht. Die Seiten sind fertig, jetzt geht's an die Front. Und für die Front braucht man natürlich eine Tür. Und davon bauen wir jetzt zwei. Zuvor haben wir noch die Rückwand mit ein paar Querleisten stabilisiert. Und für die Türen braucht ihr jetzt jeweils erstmal einen Rahmen. Aber hey, wer bohrt denn da ins Hirnholz rein? Wie auch die Seiten haben wir die Türen dann mit den Dachlatten verkleidet. So, die Türen sind fertig, aber so gehen die natürlich nicht auf. Und deshalb kommen da jetzt Scharniere dran. Damit die Türen auch abschließen, schrauben wir noch eine Verschlussleiste dran. Fürs Dach braucht ihr Wellplatten, euer Balkonkraftwerk und Spenglerschrauben. Und für den Anstrich Beize, Lasur und Außenfarbe. Für unser Dach haben wir eine ganz simple Lösung, die ist günstig, aber auch edel, nämlich Wellplatten aus dem Baumarkt. Die kosten echt nicht vieles Stück, die sind leicht und leicht zu verarbeiten. Genau. Zum Befestigen nehmen wir sogenannte Spenglerschrauben, Ghostbusters. Die zeichnen sich durch ihren breiten Kopf mit Dichtgummi aus. So kommt später kein Wasser durch unsere Bohrlöcher. Die Wellplatten müsst ihr vorm Festschrauben erstmal von jemandem mit einer Sonnenbrille auflegen lassen. Achtet dabei darauf, dass das Dach aber an allen Seiten etwas überlappt wegen dem Regen. Da steht das Teil. Wer es Natur mag, der kannst du lassen. Wir haben gesagt, wir wollen noch gern ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, haben uns deshalb hier Beize besorgt und Wetterschutzfarbe. Beize ist drauf und trocken, aber es ist noch nicht wetterfest. Und deshalb machen wir jetzt noch hier Lasur drauf und dann ist auch regenfest. Einen weiteren farblichen Akzent setzen wir jetzt noch, indem wir den Rahmen mit Wetterschutzfarbe bestreichen. In unser Dach bohren wir jetzt noch ein paar Löcher und damit kommen wir auch schon zu unserem Highlight, dem Balkonkraftwerk. Das wird lediglich auf unser Dach gelegt. Durch die Löcher verbinden wir jetzt mit Hilfe von Kabelbindern unser Kraftwerk mit dem Dach. Einfacher geht's nicht. Es ist auch super stabil, also ich kann hier, genau. Jetzt könnte aber immer noch jeder das Teil aufmachen. Damit wir es aber absperren können, haben wir uns hier ein Scharnier besorgt mit eingebautem Schloss. Das ist super praktisch. Das Clevere an diesem Schloss ist, dass man im abgeschlossenen Zustand nicht mehr an die Schrauben drankommt. Perfekt gegen Langfinger mit Akkubohrschraubern. Die Plattform bauen wir aus Kiefernbrettern. Außerdem brauchen wir Querleisten, Fahrradständer und Rollen. Dafür kürzen wir jetzt ganz einfach die Bretter ein und verbinden sie mit Querlatten.
Da die Fahrradhalterung beweglich, also ausziehbar sein soll, installieren wir jetzt noch 6 Rollen. Unser Rollbrett ist fertig. Da montieren wir jetzt einfach mit ein paar Schrauben hier die Fahrradständer drauf. Machen wir, indem wir einfach durchbohren und die Schrauben festziehen. Und obwohl diese Konstruktion so simpel ist, hat sie eine richtig coole Funktion. Wo auch immer dein Fahrrad steht, in der Mitte oder hinten, du kommst immer problemlos dran. Als letzten finalen Schliff könnt ihr jetzt noch so einen Fahrradwerkzeugkoffer installieren. Der kostet so um die 20 Euro und es ist echt praktisch. Boris, das Ding ist wunderschön geworden, wie immer, wenn wir was bauen. Vor allem halt auch stabil. Ja. Und es sieht kein Deut schlechter aus als die Dinger, die wir im Internet gefunden haben, wo kein Solarpanel dabei ist. Das Ding ist also optisch hübsch, es ist sicher vor allem. Die meisten Fahrradversicherungen sagen ja tatsächlich, wie dick das Schloss ist oder was auch immer, das spielt keine Rolle. Es muss einfach nur abgeschlossen sein. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit Versicherungen. Besser nochmal das Kleingedruckte lesen, dann geht ihr auf Nummer sicher. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, die Solaranlage. Die ist jetzt noch nicht angeschlossen. 2024 ist es so, dass in Deutschland 600 Watt ein Speiseleistung erlaubt sind. Aber 800 sollen kommen. Achtet drauf, wenn ihr euch so ein Solarpanel holt, dass die abzugraden sind auf 800 Watt. Es gibt nämlich solche Anlagen, da werden Wechselrichter mitgeliefert, die von Werk aus auf 600 Watt gedrosselt sind, sich aber auf 800 Watt erweitern lassen. Bevor ihr das Solarpanel an euer Hausnetz anschließt, müsst ihr noch eine Sache beachten. Ihr müsst online beim Marktstammdatenregister anmelden. Das waren alle Infos dazu und jetzt schließen wir das Ding mal an. So, das Kabel vom Wechselrichter wird einfach hier in das Schuko-Stecker-Adapterkabel eingesteckt. Und das war's im Prinzip schon. Einfach mit dem Schuko-Stecker in die Haushaltssteckdose. Und somit wird der Solarstrom ganz einfach in euren Haushaltsstromkreis eingespeist. Die volle Leistung erreicht das Kraftwerk allerdings natürlich nur, wenn ihr das Kraftwerk im Gegensatz zu uns an einen Ort stellt, den die Sonne auch den ganzen Tag erreichen kann. Für unsere Maße, die wir euch übrigens unten eingeblendet haben von diesem ganzen schönen Bauwerk, passt sogar so ein riesiges 29 Zoll Rad mit XXL-Reifen. Das heißt eigentlich perfekt von der Größe auch, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, Boris. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach als Mülltonnenbox verwenden. Also wenn ihr das Solarpanel nicht braucht, kostet ihr euch gerade mal 150, 200 Euro für so eine riesen Garage. Das findet ihr, glaube ich, in der Form nicht, glaube ich. Nein. So einfach und günstig kann man also eine Fahrradgarage bekommen, inklusive Balkonkraftwerk. Mhm. Und wenn ihr es genauso cool findet, lasst uns ein Like da, ein Abo. Und guckt euch hier die Videos an. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.